Herzlich willkommen heute zum fünften Teil unserer Serie Die 12 größten Fehler im Marketing bei deiner Webseite. Und heute mit Christoph Schwinghammer als Geschäftsführer der Digitalagentur 360 Karat geht es um ein ganz wichtiges Thema, um einen Fehler, den ich auch selbst gemacht habe und der auch für dich möglicherweise die Konsequenz hat, dass du mit dem Fahrrad auf der Autobahn unterwegs bist und dich wunderst, weshalb links der Porsche und rechts der Ferrari, also deine Mitbewerber, dich überholen. Und damit dir dieser Fehler nicht passiert, hat Christoph Schwinghammer heute einen wichtigen Beitrag mitgebracht. Ja, danke Daniel. Ich muss da schon ein bisschen grinsen, wenn ich darüber erzähle, aber es gibt immer noch die Gründer und auch die kleinen Unternehmen, die sagen, hey, ich brauche keine Webseite. Und da stellen sich wirklich meine Nackenhaare hoch, weil eine Webseite so essentiell ist für dein Business. Es passiert immer viel, viel mehr, immer mehr online und dann hast du keine Webseite. Das ist genauso, als ob du zu einem Netzwerkevent gehst, willst Leute kennenlernen, potenzielle Kunden kennenlernen und am Ende hast du keine Visitenkarten dabei. Dann funktioniert es nicht, dann wirst du keine Umsätze machen. Genauso ist es bei deiner Webseite. Und da ist es nochmal eine Stufe wichtiger, eine gute Webseite zu haben, weil es ist ein Verkaufskanal. Darüber verkaufst du. Und wenn du da nicht verkaufst, wirst du nicht wachsen, wirst du keinen Umsatz machen und wirst deine Ziele, die du in einem Plan bestenfalls schon stehen hast, schwierig erreichen können, wenn überhaupt. Das bedeutet also, dass es heutzutage Standard ist, mindestens eine digitale Visitenkarte online zu haben, wenn man neue Kontakte in der Geschäftswelt machen will. Aber so eine Webseite kann natürlich noch wesentlich mehr. Sie kann nicht nur verkaufen, Sie kann Interessenten gewinnen, sie kann ein Image aufpolieren. Das sind ja die Vorteile, die man dann unter den Tisch fallen lassen würde, wenn man keine Webseite hätte, richtig? Ja, total. Also die Visitenkarte ist das Mindeste. Du kannst dann noch so viel anderes machen. Du kannst sagen, dein Ziel ist es, neue Leads oder neue Anfragen zu generieren, dann ist die Seite ganz anders aufgebaut und da müssen dann auch verschiedene Tracking-Möglichkeiten getestet werden, was da gut funktioniert, was nicht. Genauso kannst du auch sagen, deine Webseite soll ein Kundenportal werden, wo sich Leute einloggen können, wo sie verschiedene Inhalte konsumieren können oder auch verschiedene Anleitungen sich runterladen können. Also du hast da verschiedene Möglichkeiten, es ist so vielfältig, aber die Visitenkarte ist erst der Anfang und es geht weiter und es wird sich immer mehr in der Zukunft verändern, dass immer mehr online passiert. Und wenn du dann keine Webseite hast, bist du raus aus dem Geschäft. Und ich als Kunde, als User kann natürlich wesentlich mehr noch erfahren. Ich kann zum Beispiel die Anfahrtstrecke herausfinden oder ich kann gucken, was haben Kunden vor mir gesagt, kann die Rezensionen durchlesen, die Bewertung. Oder ich kann beispielsweise ein kleines Video angucken und so überlegen, vertraue ich dem Zahnarzt oder dem Rechtsanwalt oder dem Steuerberater, ist es netter, ist es böser. Also da passiert ja auch viel im Beziehungsaufbau, im Sympathieaufbau, sodass dann natürlich der gewinnt, der nicht nur eine Seite hat, sondern die auch so aufbaut, so ansprechend darstellt, dass der Kunde sagt, zu dem gehe ich hin und alle anderen, die das nicht haben, zu dem gehe ich halt nicht hin. Definitiv, das ist ja auch schon häufig so, du kennst dann schon jemanden vorher, bevor du ihn überhaupt persönlich kennengelernt hast, weil du die Webseite besucht hast, weil du Videos gesehen hast, Artikel gelesen hast, seine Stimme im Podcast gehört hast. Also es ist so, als ob du ihn schon kennen würdest, wenn du ihn das erste Mal triffst. Und da hast du so viel Potenzial, was mit deiner Webseite, was du da alles machen kannst mit deiner Webseite. Deswegen nutzt das Potenzial, es ist da. Der es nicht nutzt, wird verlieren und wird verschwinden. Also, wie du gehört hast, ist es heutzutage absolutes Minimum, ist eigentlich schon Standard, eine Webseite zu haben. Die Frage ist also nicht, ob du eine Webseite hast, sondern was du alles auf der Webseite einbindest oder wie viele Webseiten du tatsächlich auch hast, wenn du mehrere Themen ansprichst. Das alles wird dir ein professioneller Marketing- und Verkaufsarchitekt, so wie du es bist, Christoph, auch empfehlen bzw. mit dir gemeinsam herausarbeiten, was deinen Umsatzerfolg tatsächlich auch maximiert. Denn darum geht es ja, dass du dich online aufstellst, überhaupt Kunden zu gewinnen, die dann auch bei dir deine Dienstleistung oder deine Produkte buchen. Nun, lieber Christoph, worum geht es dann in dem nächsten Teil, in der sechsten Folge unserer Serie? In der sechsten Folge wird es darum gehen, wie du deine Seite so planst, dass sie auch erfolgreich wird und nicht zum Misserfolg führt. Also bist du auch morgen wieder eingeladen, bei der sechsten Folge dabei zu sein. Aber like jetzt das Video, teile es auch gerne, denn wir leben von Empfehlungen. Und abonniere den Kanal und auch die Glocke bitte betätigen. Dann wirst du informiert, wenn morgen der sechste Teil rauskommt. Vielen Dank, dass du heute da warst und vielen Dank wieder für deinen Beitrag, lieber Christoph.